Einmal im Jahr sagen wir ein großes Ja zum Exzess, zur Ausschaltung des Hirns, zum kollektiven Rausch. Das ist die Wiesn. Das sind wir. Und jetzt kommt ein Schweizer Fotograf und zeigt uns die Wiesn als Kriegszustand, als zielstrebigen Angriff auf den eigenen Körper, bis zum Zusammenbruch. Aber kann ein Schweizer überhaupt nachvollziehen, was die Wiesn, was die bayerische Kultur im Innersten ausmacht? Da tut sich ein tiefer kultureller Abgrund auf. Einmal im Jahr die Sau rauslassen und dann hat man Ruhe das ganze Jahr. Das hat auch was Katholisches wahrscheinlich. Das verstehe ich weniger als Protestant. Oder? Wir werden gemessen an dem, was wir machen. Und das gilt dann für immer. Wir können nicht in die Kirche gehen und sagen, das ist schon sorry, da war ein Fehler und so. Michael von Graffenried lebt und arbeitet in Paris. Aber es zieht ihn immer wieder an Orte der Gefahr und der Katastrophe. Er hat im Bürgerkrieg in Algerien fotografiert, im Sudan, Drogensüchtige in der Schweiz, ein Fotoreporter der alten Schule, der sich mit seiner Kamera mitten ins Geschehen stürzt, aber immer die Distanz behält. Dem Oktoberfest begegnet er befremdet, fasziniert, mit dem Blick eines Ethnologen, der einen unbekannten Volksstamm auf einer abgelegenen Insel beobachtet. Rituale der Liebe und des Rausches, der Selbstentäußerung und der Selbstentblößung. Von den Freaks mit den seltsamen Kopfbedeckungen über den Dirndl-Wahnsinn bis zum Schwulensonntag im Bräurusel-Zelt. Das ist natürlich völlig verrückt. Also das ist weltbekannt offenbar, muss ich dann hinterher auf dem Internet, weiß man, der zweite Sonntagnachmittag im Bräurusel, da ist es, so, da geht's ab. Und da kommt man rein und dann gehört man natürlich dazu. Und da wird man dann abgeküsst von irgendwelchen Leuten und alle wollen einen abschleppen. Und um sich unerkannt mitten im Wiesenirrsinn bewegen zu können, benutzte Graffenried eine alte Panoramakamera mit einer beweglichen Optik, eine Wide Lux, mit der man wunderbar aus der Hüfte schießen kann. Also das ist natürlich ein Traum. Ich meine, diese Kamera ist gemacht fürs Oktoberfest. Man geht in die Masse rein und man kann, anstatt ein Porträt, hat man dann gleich 8 Köpfe auf einem Bild. Die muss man nicht durchgucken, die bleibt auf dem Körper und man bewegt sich mit dem Körper in der Menge, wie ein Fisch. Mein Ziel war eben, dass ich nicht als Fotograf wahrgenommen werde. Auch wenn man die Kamera sieht, und die sieht aber auch wie eine Flohmarktkamera aus, ist es auch. Man kann nämlich keine Scharfeinstellung machen, man hat nur 3 Zeiten. Eigentlich ist diese Kamera totale Scheiße zum Fotos machen. Aber da, für diesen Zweck, braucht es diese Kamera. Zum ersten Mal verwendete Graffenried eine Wide-Lux-Kamera Anfang der 90er Jahre, während des Bürgerkriegs in Algerien, wo es möglicherweise lebensgefährlich gewesen wäre, Menschen direkt und erkennbar zu fotografieren. Jahrelang war er der einzige westliche Journalist in Algerien. Seine Fotos gingen um die Welt. Mein Hauptgebiet ist echt die Neugierde. Was ist der Mensch? Wie funktioniert er? Was macht er? Zu was ist er fähig? Und das kann irgendwo sein, in Algerien, in einem Bürgerkrieg oder eben bei den Bayern und Gasttouristen am Oktoberfest. Baby. Es ist eine archaische Dramaturgie, die uns Graffenried in seinem Buch vorführt. Es beginnt mit Spaß, alles ist bunt und leicht. Dann verrutscht die Perspektive ein bisschen und am Ende steht die totale Katastrophe. Aber am nächsten Tag geht's wieder von vorne los. Eine Art bayerisches Läuterungsritual. Ein Schweizer wird das vermutlich nie wirklich verstehen können. Aber er kann es uns zeigen. In CinemaScope und mit der Autorität eines Forschers.